Gibt es eigentlich eine gute und gibt es eine böse Energie? Ich würde sie fast nicht so nennen. Es ist irgendwo böse, klingt so furchtbar. Sondern es gibt sicher, und sind mir schon begegnet im Leben, Menschen, die eine Ausstrahlung haben, wo man sich eigentlich zurückziehen möchte. Und ja. Es gibt Menschen, die kommen zu einer Tür, man hat sie nie gesehen, kommen herein, aber fühlt sich wohl, denkt, ach, nett. Jetzt reden wir von einer anderen Energie. Nämlich, ich sage jetzt wieder gute und böse Energie. Ja. Ich stelle jetzt eine Behauptung auf, dass der Mensch, seitdem es uns gibt, eigentlich immer von guter Energie gelebt hat. Und dass wir irgendwann einmal auf böse Energie gestoßen sind, die in der Erde drinnen schlummert, die gespeichert ist. Zuerst die Kohle, dann das Erdöl. Ich nenne es jetzt nur gut und böse. Vielleicht, ah ja, ja, ich verstehe, das ist meine. Dass ich, am Anfang hat sich das ja dargestellt, dass das ist die Lösung aller Probleme. Ja. Jetzt aber entpuppt er sich, dass es eigentlich verführt hat. Trotzdem passt hier nicht die böse Energie. Das passt Nein. gar nicht, denn sie ist ja nicht böse. Wir haben sie böse verwendet. Wir haben es ausgenutzt und ausgebeutet. Im Gegenteil, wir hätten sie viel mehr in der Erde lassen sollen. Jedes Leben braucht Energie. Und ist es dann nicht verständlich, wenn plötzlich so ein Wesen wie wir, was angeblich das höchst entwickelte Lebewesen auf dem Planeten ist, plötzlich Zugriff hat auf eine Energie, wo so viel Energie auf kleinem Raum vorhanden ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt die absolute Wunderpille. Da ist doch ein großer Unterschied, dass wir diese kostbare Energie, die ja Millionen gebraucht haben, um als Lagerstätten zu entstehen in der Erde, in unseren Tank füllen und verbrennen. Das ist doch der Wahnsinn. Und die Energie, die wir als Wärme brauchen, ja Herrgott, die Sonne, die uns dauernd bescheint, ein winziger Bruchteil würde genügen, uns alle zu wärmen, wenn wir klug genug wären. Das heißt, es stellt sich für mich dann da wie eine Sackgasse, in der wir uns befinden, dass der Mensch ja immer glaubt, wenn er irgendeine neue Technologie findet, dass das jetzt eigentlich die Lösung ist. Probleme. Nein, kann nicht sein. Es kann nur der weise Umgang mit Dingen sein. Erst das eine und das andere ist diese Idee des Energiehungers, der ist uns ja beigebracht worden. Wir haben ja keinen Energiehunger und keinen Energiemangel, wir haben einen Fantasiemangel, würde ich sagen. Ja. Gerade auch in die Technik ist notwendig, die brauchen wir jetzt für eine effiziente Energie. Wir verschwenden ja nur Energie, also wenn wir jetzt von Primärenergie wieder sprechen. Ja. Wir verschwenden in einer solchen ungeheuren, unerlaubten Art und Weise. Im Gegenteil, die verschiedenen Energiebarone pushen uns in die Verschwendung. Ich habe gelernt, in der Politik mich zu fragen, bei jeder undurchsichtige Geschichte oder unerfreulichen Vorschlägen, cui bono, wem hilft es, wem nützt es. Im Dienst, ja, genau. Und wenn man diese Frage beantwortet, weiß man sofort, warum die Dinge passieren. Also für mich ist es eine reine politische Willensakt. Denn gerade wir sind so privilegiert in Österreich mit Möglichkeiten, die in einerseits zu viel genützt werden, zum Beispiel die Wasserkraft. Also das sind die Dinge, wo die Exzesse passieren, wo sie auf Kosten der Natur ihre Wasserkraft-Profite machen. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehen wir furchtbar liederlich mit Energie um. Mhm. Und jeder Energiebereitsteller, der ökologisch arbeitet, der macht einen großen Schritt in die richtige Richtung. Was ist denn das Leben eigentlich? Das Leben. Für mich das Leben. Das Leben. Das Leben, du, ganz simpel. Für mich ist das Leben ein ja, manchmal ein unerfreuliches Ärgernis,
aber meistens doch eine unerhört interessante Geschichte. Und ich muss sagen, ich genieße am Leben zu sein, trotz Handicaps und allen möglichen Schwierigkeiten, die jeder Mensch im größeren oder kleineren Ausmaße hat, finde ich das Leben unendlich spannend, anregend und beglückend oft. Jetzt sind Sie im 88. Lebensjahr, oder? Ja, genau. Haben wir noch mal den Wunsch, die Zeit festzuhalten? Eigentlich nie. Nicht. Das ist eine interessante Frage, weil mir der Wunsch nie gekommen ist. Ne? Ja. Man kann einen Moment gerne festhalten. Ja. Aber nicht einmal das. Ich glaube, ich bin immer jemand, der weitergehen will, der weiterschauen will. Ja. Und wo befindet sich die Ewigkeit eigentlich? Also wenn da jetzt die Geburt ist, da wird man geboren, da kommt der Tod. In 88? Ja, ich wäre ja dann als nächster, mein nächster Geburtstag ist der 88. Und ich sage jetzt schon wahnsinnig gern, ich bin 88. Richtig korrekt ist so, wie Sie es gesagt haben, ich bin im 88. Sondern man ist schon 88. Denn für die 8 ist ja die Unendlichkeit. Ah, okay. Das heißt also, die Unendlichkeit ist nicht unbedingt etwas, was ich außerhalb unseres Lebens, sondern die ist... Wir auch. Und wie wird es in der Zukunft mit uns als Menschen weitergehen? Das würde ich gerne wissen. Also ich habe ja die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt so viele Initiativen, junge Menschen, auch ältere Menschen, die sich darüber den Kopf zerbrechen und Wege suchen und Wege finden. Meine Hoffnung liegt bei Ihnen, bei diesen ganzen jungen Initiativen, die aufsprießen, die ganzen Energien in sich haben. Dort gehen eigentlich meine Hoffnungen für die Welt hin. Also es ist was in Bewegung. Ja, es ist was in Bewegung und es ist nicht hoffnungslos. Ich habe einen großen Glauben an den menschlichen Geist und die menschliche Tatkraft. Ich kann nicht aufhören, daran zu glauben. Danke. Ich danke schön.